Zurück bei Dragon Quest 11 sind wir auf der Suche nach Erik. Sind hier in La Gondolia. Laguna de Gondolia. Und sollen jetzt hier versuchen, Erik zu finden. Das ist nicht gerade einfach. Ja moin, wie soll ich denn den jetzt lang? Der rennt da auf und ab. Ah gut, das ist meine Chance. Wir sollen zur großen Brücke. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist eine große Brücke? Warte mal, wir sollen auf die Dächer kommen. Das heißt, ich müsste rein theoretisch hier rein, um auf das Dach zu kommen. Ich glaube, das war hier. Ja, das war hier. Da vorne ist die Brücke. Gehen wir hier mal rüber. Der da unten schiebt Stress. Da käme ich auf die Brücke. Gold, das hatte ich noch gar nicht alles entdeckt. Wunderbar, da sind wir auf der Brücke. I know you are scurrying around in the shadows like the rodent you are, Darkspawn. Show yourself! Or you can stay hidden and see what happens to your friend. Something tells me he's not the patient type. We'd better get to Erik before things turn nasty. Yeah. Ah, there's a gondola stop off to the northwest near the contest stage. We could sneak up close to them from there. Let's hop on a gondola and glide on over. Mustn't keep dear Erik waiting. Genau, die Gondel dann. Die habe ich vorhin gesucht. Ernsthaft, ich soll jetzt hier runter? Na gut. Problem springt von der Brücke. Klingt ein bisschen falsch, möchte ich jetzt an der Stelle mal erwähnen, ne? Nur ein ganz bisschen. Ich muss jetzt da eigentlich nur rüber. So. Schnell dran vorbeigeschlichen. Und ab in die Gondel. Die Gondel sehen sie natürlich nicht, ne? Ach, da darf ich gar nicht halten. An der Gondelstation darf ich halten, okay. So, und wir kommen schön von hinten. Können wir ja so kaputt machen, ne? Ja, genau. Schön langsam anschleichen, wollte ich gerade sagen. Still you fail to find him. Imbeciles. Search again. And do not return empty-handed. It's now or never, my loves. Time to enter from stage right and save the day. Wow. So finally you scurry into the light. Ja. You rats think to gain the advantage by ambushing me while I am unguarded.
I welcome the chance to tear you apart with my own hands, Darkspawn. I have you now, Darkspawn. Ja, nenn mich ruhig Darkspawn. Fähigkeiten. Ne, warte. Wir nutzen jetzt erstmal Zauber. Multibeschleunigung. Erstmal das Wichtigste. Ich hätte halt gerne eine Energieanzeige von dem Typen, aber okay. Oh, der kriegt aber gerade hier richtig schön auf den Deckel. Ja, Fauch ist jetzt, glaube ich, falsch. Hackschraube. B-Händer Block. Nein, 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 nein. Dann nehmen wir ganz normal Altlast mit dem B-Händer. So. Schützendes Schwert, ernsthaft? 66. What the? Serena, ich hoffe, du heilst mich. I'm on fire. Oh, magische Barriere. Danke. Ja gut, wenn er da eh gerade alles abblockt, dann kann ich jetzt auch Rionaldo heilen. Achso, er hat nur einen abgeblockt. Verdammt. Gritz, okay, Gritz ist jetzt nicht so schlimm. So, was haben wir noch? Beschleunigung, Energiestups. Verlangsamung. Machen wir aber bitte mal Verlangsamung. Oh, magische Barriere mal 2. Warum blockt er das? Was? Alter Verwalter, der hat's aber drauf. Komm, wir versuchen ihn zum Einschlafen zu bringen. Verfehlt. Kann sie aber auch nicht wieder zurückholen, oder? Wiederholungsheilen. I'm coming, darling. Ja, es ist jetzt wirklich gerade ein bisschen, Aber ja. Okay, er kann sich jedenfalls nicht mehr verteidigen, was das angeht. Das ist schon mal gut. Oh oh. Aber ja. Ich bin gerade echt am überlegen. Gegenstände. Heilkraut, ja, super. 30 Lebenspunkte. Mit der Heilung heile ich mich ein bisschen mehr, ne? Ne, 25. Ja, komm. Zauber, Multibeschleunigung. Lass den Gritz doch mal sein. Zauber. Angriffskraft eines Gruppenmitglieds. So, und dann darf ich jetzt angreifen. Ah! Oh, danke. Oh, oh. Nee, lass es Edge sein. Okay, hat verfehlt bei allen. Oh, aber ja. Ja, kann er jetzt noch blocken oder nicht? Es sieht so aus, als ob ja. Deswegen heile ich mich mal. Beschleunigung. Ja, wen beschleunige ich denn mal?
worry. I'm here to help. Halt mich auch nochmal hoch. Ja, gut. Oh, was zur Hölle? Zauber, Heilung. Ich muss die jedenfalls auf einem gewissen Level halten, deswegen, das ist immer schützendes Schwert. Sie halt ihn hoch. Dass der damit immer Angriffen parieren kann. Ich setze es jetzt einfach mal ein, den Schwertzyklon. Hat sogar geholfen. In einer gewissen Art und Weise. Ja, es ist immer Verlangsamung. Komm, wir versuchen ihn zu verlangsamen. Okay. Ich muss meine Angriffskraft kehrt zurück. Auf einen gewissen. Ich will ihn einschläfern. Okay. Ich glaube, es geht nicht, weil er ein gewisses Level hat, wo ich es nicht machen kann. Flammenhieb, komm. Oh, er hat getroffen. Oh, perfekt. Lass dein Edge sein. Behinderblock, Hackschraube. Es bringt mich nicht weiter. Rauchen. Oh, das ist so wenig. Das blockt er auch noch. Warum stärkst du dich selber? Fuck! Fuck! Meine Heilerin! Meine Heilerin sollte sich selber hochheilen jetzt bitte. Danke. Den ersten habe ich pariert, den zweiten nicht. Zauber, nimm mal Peng. Bringt noch weniger. Zauber, Wiederholungsheilung. Bei ihm selber. Wieso greifst du an und heilst ihn nicht? So, wenn ich jetzt nicht wirklich einen supergeilen Koop-Angriff habe, dann weiß ich es auch nicht. Wenn dieser Angriff die Gesamtgruppe ganz erheblich steigern lässt. Oh. Na dann. Nice. Nice. Okay. Jetzt habe ich die Sache. Er hat nichts zur Verteidigung. Mittelheilen. Oh, perfekt. Ronaldo auch noch hochgeheilt. Das ist ja geil. Wieso greift denn jetzt Truppler an? Alle verfehlt, okay. Jetzt muss ich mich wieder selber heilen. Es ist doch zum Kotzen. Was für ein harter Kampf, muss ich sagen. Schade, er hat sich verteidigt. Sie hat gar keinen Mana mehr. Er hat mich angegriffen.
mich angegriffen. Was soll das? Immer noch mal einen Angriff. Ah, jetzt hat er sich wieder in Verteidigung. Warum greifst du mich an? Was soll das? Was soll die Scheiße? Das war jetzt nicht fair. Oh, wir haben gewonnen. Mal im Ernst, das war echt mega knapp. ...2000 Erfahrungspunkte. Ich habe nichts, kein Level up, kein gar nichts. Oh mein Gott. Brought to my knees by you, vermin. How could this happen? Oh, Eric, are you all right? Here. What devilry is this, Darkspawn? By what trickery did you manage to overcome Sir Jasper? It matters not. You have had your fun. Now accept your fate and give yourselves up. Hallo? Nein? All right, this is gonna seem crazy, but just trust me, okay? Geronimo! True to form, the rats leap from the sinking ship. So much for your faithful friends, Darkspawn. Now, this ridiculous farce has gone on long enough. All that remains is for you to choose how it ends. Surrender to me, or entrust your fate to the sharks that circle beneath. Well, which will it be? Oh! Sir Jasper, look! Hmm? Ein Schiff. Juhu! How's that for a dramatic entrance, huh? Introducing the Salty Stallion, the finest ship to ever sashay across the seas. Dave, be a darling and pull over to the quayside so my friends can hop on, will you? Right you are, Silver. All aboard! Get them! Ciao for now, Jasper, darling. Bet you didn't see that ending coming. I do love a twist. What are your orders, sir? They're getting away. They will not get far. Made it. And by the skin of our teeth. We owe you one, Sylv. Oh, don't be silly, darling. Dave's the one you need to thank. It's his steady hand on the helm that steered us out of the jaws of danger. Oh, stop it, Sylv. I'm just doing my job. No need to... Blimey, what the heck's that?
Hi. Oh my goodness! It's disgusting! I told you you would not get far. Enjoy your journey to the ocean floor. Now, my dear Tentacula, welcome your new friends to the loving embrace of the deep. Uh-oh. Crikey, here he comes! Oh, I'm too young and beautiful to die! What's that noise? Uh-oh. Those are Gondolian merchant ships. What are they? Fire! Aye, aye! Mal eben das Schiff treffen. Now, see? Bene, bene. That monster always is harassing the ships in this area. Molto irritante. Ach, süß. Hey, it's me, Placido. Listen, I can speak now. I have back my voice again. The boy, he tell me everything. He tell me it's you who cure him. And also, he convinced me that you are no darkspawn. That is no you who curse him in this way. Ach. He explained everything to me. Scusa, amici. I have done to you a great disservice. Some days ago, I play outside the town, and I observe Sir Jasper talking to the monster. It's scary, so I make a little scream. He hear me, and curse my voice so I cannot speak about what I see. It was horrible. Aha. So I learn that the one they call the Darkspawn saved my boy, and the noble knights of Eliodor, they consort with the monsters. What does it all mean? I cannot understand. But I know that you are an hero, and an hero must escape to fight another day, see? Darkspawn! Hear me. Today, you were lucky. But your luck will run out. And when it does, I will be there. Things won't be easy for you now. You defied the Heliodorians, and they don't like that. Don't let them grind you down, you hear? Weiter geht's auf der Reise zum Schillerzweig. See another sunrise. We're blessed. Blessed, I tell you. Oh, Davi, I forgot to ask. Have you heard any little birdies chirping about a merchant buying something called the Rainbow over in Gallopolis? I have visited Abin Silver. Word on the grapevine is the fella what bought it headed over Svardrust way. This really isn't just a game to you, huh?
friends, shipmates, amigos, Svardthrust and the Rainbow await. Onward, forward, northeastward, destiny beckons. Ach, ich krieg so eine leichte Gänsehaut, obwohl es ja eigentlich noch gar keine besondere Situation ist, aber nichtsdestotrotz finde ich es gerade richtig schön, wie das Ganze jetzt geendet hat. Für jene, die zusammen mit ihren Freunden 10 Koop-Kräfte eingesetzt haben, okay. Für jene, die mindestens 20 Kräuter- oder Kräuterbasierte Gegenstände benutzt haben. Und dafür, dass du an Bord von Rionaldes Schiff den Schmucken Stute in See gestochen bist, um den Schillerzweig zu suchen. Schiff Ahoi, die Zeit ist gekommen, dich in Seemannsgang zu üben. Du kannst mit der Schmucken Stute an jedem Ort vor Anker gehen, der auf deiner vertrauten Karte mit dem Ankersymbol markiert ist. Und wenn du wieder in See stechen willst, sprich einfach mit Fred. Also, es wird Zeit für deine Jungfernfahrt. Warum setzt du nicht die Segel in nordöstliche Richtung Kurs Kriegewell? Whatever. Da bin ich. Was? Okay, nette Karte. Wir kommen von da unten. Ziele ausblenden, Ziele einblenden. Kartenmenü. Das da kriegt ja wer? Costa Valor, nein. Vielleicht meinen Sie das da? Was? Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.